Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum Webinar Herpesimpfung beim Pferd. Ein Muss. Ich bin Jan Tönjes, ich bin Chefredakteur des St. Georg und ich bin Teil dieses Webinars heute, zu dem ich nochmal herzlich willkommen heißen möchte. Ja, Herpes, das aktuelle Wetter, zumindest hier bei uns in Hamburg, das, was wir Schiedwetter nennen. Keine 15 Grad, feucht, gerne etwas neblig. Das ist das Wetter, das nicht viele lieben, aber ein kleiner, gemeiner Kandidat, der schätzt es außerordentlich. Und das ist das EHV, das equine Herpesvirus. Und genau um diesen kleinen Missetäter soll es in der nächsten guten Stunde gehen. Denn dieses Virus beschäftigt alle Reiterinnen, Reiter, Züchterinnen, Züchter. Denn es ist etwas, das man nicht wirklich mit seinem Pferd konfrontiert sehen will. Ganz groß war das Thema ja vor ein paar Jahren, als in Valencia gleich 18 Sportpferde wirklich teilweise jämmerlich zugrunde gegangen sind und zig weitere mit schweren Reaktionen auf die Infektion, mit schweren Krankheitssymptomen wirklich viral durch die ganze Welt gingen. In den Social Media-Kanälen hat man das Leiden aus Valencia gesehen und das hat die Menschheit aufgerüttelt. Wer das einmal gesehen hat, wie so ein Pferd, das schwer an Herpes erkrankt ist, leidet, wie es erhalten kann, wie es schwankt, das vergisst man nicht. Das sind wirklich keine schönen Bilder. Valencia, die Todesfälle hatten gerade für sportambitionierte, für turnierambitionierte Reiterinnen und Reiter auch eine ganz konkrete Auswirkung. Denn die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat ja daraufhin beschlossen, zum 1. Januar 2023 eine verpflichtende Herpesimpfung einzuführen für Turnierpferde, und zwar halbjährlich. Das ist aber mittlerweile, ich denke, das haben die meisten mitbekommen, schon fast wieder Geschichte, denn ab dem 15. April 2024 heißt es wieder zurück zu der Regelung, die bis 2022 gültig war. Und die sieht vor, dass die Herpesimpfung zwar dringend empfohlen, nicht aber verpflichtend ist. Ja, warum ist Herpes etwas, das uns alle beschäftigt? Warum muss man viel darüber sprechen? Es wird ja auch immer wieder Thema, gerade jetzt in den Stallgassen, Land auf, Land ab sein. Dr. Ute Pansengrau ist Tierärztin. Sie ist eine unserer beiden Expertinnen und sie wird uns einführend in einem kurzen Vortrag erläutern, was es genau mit dem Herpesvirus auf sich hat. Und dann freuen wir uns auf Annika Hansen, die über ihre Erfahrung sprechen wird in ihrem kleinen Paradies in Ponyhausen, aber auch die Erfahrungen ihrer Community. Doch bevor ich zu den beiden komme, müssen wir uns noch ein paar technischen Hinweisen hingeben. Denn natürlich sollt auch ihr zu Wort kommen. Ihr sollt heute hier live eure Fragen stellen können, nachdem wir ja schon im Vorfeld in verschiedenen Communities Fragen zusammengesucht und bekommen haben. Ganz wichtig, hier unten links im Feld, beim Mobiltelefon muss man ein bisschen gucken, wie es organisiert ist. Da haben wir den Button Chat. Der ist eigentlich irrelevant. Denn die Fragen, die wir von euch erwarten, da sind wir gespannt drauf, die bitte unter Fragen posten. Das ist also der ganz entscheidende Button heute. Und zu den Fragen vielleicht noch der Hinweis. Wir wollen heute mehr so die großen allgemeingültigen Fragen, die viele interessieren, zuerst abhandeln, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch andere Fragen ausführlich beantworten wollen. Also beispielsweise mein Puschelchen, 27, Haflinger, PSSM-Kandidat, Rehe gefährdet, hat in den letzten Jahren die Impfung besonders gut vertragen, wenn ich ihm Globuli XYZ gegeben habe und außerdem auch noch Bachblüten dazu, was auch immer. Das ist eine sehr interessante, aber eine sehr spezifische und persönliche Frage. Und diese Fragen, wenn sie denn kommen, wollen wir gerne beantworten. Aber das ist eben dann doch ein Einzelfall. Und deswegen die Bitte, diese Fragen unter diesem Fragebutton
zu formulieren, denn im Nachgang werden Tierärzte auf jede einzelne Frage garantiert eingehen, großes Ehrenwort, und wir werden dann so etwas wie die FAQs mit den Learnings aus diesem Webinar zusammenfassen und zeitnah veröffentlichen. So, eine Formalie haben wir noch, die ist wieder da unten, denn da seht ihr auch den kleinen Reiter, den kleinen Button Umfrage. Dahinter verbirgt sich, Surprise, ein Umfragetool. Und da möchte ich euch bitten zum Einstieg, damit wir so ein bisschen eine Idee haben, mit wem wir es denn hier heute überhaupt zu tun haben, eine einzige Frage, die wir vorbereitet haben, zu beantworten, nämlich: Wie haltet ihr es mit dem Impfen gegen Herpes? Impft ihr jährlich, halbjährlich oder vielleicht auch gar nicht? Wenn ihr das einmal schnell jetzt erledigt, dann haben wir eine grobe Idee, wie die Community, die uns jetzt zuhört, ausschaut. Und ich glaube, jetzt haben wir die technischen Klarheiten beseitigt und ich freue mich jetzt vorstellen zu dürfen, die beiden Frauen, die den größten Part hier in diesem Webinar haben werden. Zunächst ist das Annika Hansen, Moderatorin und Influencerin, so sollte ich es, glaube ich, sagen, deren Wölbchen, die kennen wir ja alle, eine kleine Lücke im Impfstatus aufweisen soll. Wurde mir gesagt. Annika, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Danke für die nette Begrüßung und diese entzückende Anmoderation. Ja, tatsächlich, Wölbchen hat, wenn wir das so nennen wollen, eine kleine Lücke im Impfpass. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin tatsächlich als Moderatorin unterwegs, inzwischen aber auch sehr viel auf Social Media unterwegs, unter dem Namen meines ersten Pferdes, nämlich Wölbchen. Und das ist auch tatsächlich, glaube ich, der Grund, dass ich heute da bin. Gar nicht unbedingt, weil ich Expertin für Herpes, Impfungen oder die Erkrankung bin, sondern einfach, weil ich Pferdebesitzerin bin, irgendwas zwischen 4 und 6 Pferde auf meinem eigenen Hof stehen habe und eben durch die sozialen Netzwerke einfach eine sehr, sehr große Community habe und demnach sehr nah dran bin an den Reaktionen zum Thema Impfen, Herpes, Virus. Wie gehen Leute damit um? Welche Fragen tauchen auf? Und demnach glaube ich, dass das eine ganz gute Mischung ist, um mich hier heute ein bisschen einzubringen. Und ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Ja, wunderbar, vielen Dank. Und die Frau, die die medizinische Expertise mitbringt für uns Pferdehalterinnen und Pferdehalter, das ist Dr. Ute Pansegrau. Sie ist Fachtierärztin für Pferde und Oberärztin in der großen Tierklinik in Lüsche. Herzlich willkommen. Hallo, auch ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Ute Pansegrau. Ich bin seit jetzt fast genau 20 Jahren im Pferdebereich als Tierärztin tätig und auch, man mag es gar nicht glauben, 20 Jahre in der Tierklinik Lüsche, die liegt im schönen Oldenburger Münsterland. Für alle, die das nicht, die Klinik nicht kennen, das ist eine sehr große Pferdeklinik, eine der größten in Deutschland. Wir haben aktuell 35 Tierärzte, die bei uns tätig sind und wir kümmern uns um jedes kleinste Bewehchen, mit dem sie bei uns vorstellig werden. Ich, wie gesagt, ich bin Fachtierärztin für Pferde, auch Fachtierärztin für Reproduktionsmedizin. Meine Arbeitsschwerpunkte waren bis vor ein paar Jahren hauptsächlich die Reproduktionsmedizin mit nebenbei halt Internistik. Das hat sich jetzt seit ein paar Jahren ein bisschen verschoben, habe aber dadurch halt auch schon diverse Pferdeherpes geimpft, habe da schon viel gesehen und ja, freue mich, dass ich da heute einmal Rede und Antwort stehe. Ja, Rede und Antwort, ein gutes Stichwort. Die drei Buchstaben EHV, Equines Herpes Virus, die werden ja meistens immer noch ergänzt um eine Ziffer. Und die Ziffer 1 und die Ziffer 4, die sind für Pferdehalter aktuell besonders interessant. Die gehen ja, ich sag mal, an zwei etwas verschiedene vierbeinige Zielgruppen. Aber ich bin der Laie. Ich freue mich jetzt, dass Dr. Ute Pansegrau uns mit ihrem Vortrag über die Herpesimpfung beim Pferd erstmal auf den Stand der Dinge bringt. Okay, wunderbar. Wir fangen einmal an. Das ist alles, was ich schon gesagt habe. Und wir können direkt schon einmal mit der ersten Folie starten. Ich kann die selber durchklicken, dann bin ich für Unterstützung angewiesen. Dass es weitergeht. Ja, wunderbar. Damit wir einmal alle auf dem gleichen Stand sind. Wir reden hier heute von generell erstmal einmal Viren. Wie viele Krankheitserreger halt auch verschiedene Krankheiten machen können, bei Pferden, bei allen Haussäugetieren, bei Menschen.
wir müssen Viren unterscheiden von Bakterien. Viren sind nicht in der Lage, wir haben einmal oben diese Abbildung halt mit dem Vergleich zwischen Bakterien und einem Virus. Bakterien können sich selber fortbewegen, Bakterien sind in der Lage, sich selber zu bewegen, Bakterien sind in der Lage, sich selber fortzupflanzen und sich zu vermehren. Das können Viren alles nicht. Viren sind darauf angewiesen, Wirts, sogenannte Wirtszellen, also dann Wirt im Menschen, wo auch immer halt zu befallen und dann halt sozusagen zu kapern und sich darüber halt zu vermehren halt. Ganz wichtig, die Unterscheidung halt auch Bakterien und Viren gegen Viren helfen keine Antibiotika. Da kommen wir später nochmal einmal drauf, wenn es darum geht, wenn Pferde an Herpesviren erkrankt sind halt, inwiefern ich da helfen kann. Herpesviren, auch noch ganz wichtig und deswegen aber ähnliches nochmal einmal, weil es hier doch auch ab und zu mal zu Verwirrung kommt. Herpesviren kommen bei allen Haussäugetieren vor, also nicht nur beim Pferd, nicht nur bei der, nicht nur beim Menschen oder sowas, kommt halt auch beim Hund vor, bei der Katze, beim Rind, beim Schwein, überall haben wir Herpesviren. Diese Herpesviren sind nicht stetig übergreifend, also ich kann mich nicht mit einem Herpesvirus anstecken, weil das Pferd kann sich nicht zum Beispiel, das ist das Bekannteste, was man vom Menschen her kennt, mit meinem Lippenherpes anstecken. Und wenn wir einmal auf die nächste Folie gehen, dann sehen wir hier einmal, es gibt auch verschiedene Herpesviren. Wir haben das eben gerade schon einmal angesprochen. Wir haben hier die wichtigsten, sind die rot unterlegten, EHV1 und EHV4. Ich habe hier einmal kurz aufgeschrieben, was die dann auslösen, entsprechend beim Pferd. EHV1 ist das, was halt sicherlich halt der wichtigste Erreger beim Pferd, da dieser Erreger halt auch die neurologische Form, die sogenannte equine Herpesencephalitis halt auslöst, die abgekürzt halt EHM, aber auch Atemwegsinfektionen machen kann und dann halt aber auch beim Abort der Stute halt ein häufiger Erreger ist, was besonders die Züchter halt interessiert. Es gibt EHV2, da ist die Rolle noch nicht so ganz geklärt, was es macht. Es steht im Verdacht halt eine Keratitis, also eine Entzündung der Hornhaut halt auszulösen. Dann gibt es EHV3, das ist eine sogenannte Deckseuche, die macht einen Ausschlag. Vor allem bei der Stute sieht man das dann im äußeren Genitale. Ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil wir ja einfach halt vom Natursprung doch mehr in die künstliche Besamung halt gekommen sind, halt, und dann spielt es in der Regel keine Rolle. Und dann halt nochmal einmal ein Herpes 4 beim Pferd, macht Atemwegsinfektionen. In ganz seltenen Fällen kann es hier auch mal als Aborterreger bei der Stute auftreten. Dann gibt es noch EHV5, auch ein Erreger der Herpeskeratitis, ist dann immer noch diskutiert. Und dann gibt es noch eine Lungenerkrankung beim Pferd, als abgekürzt EMPV, muss man sich nicht merken, das ist die kleine multinoduläre pulmonale Fibrose. Auch da steht es im Verdacht, halt eine Problematik zu machen. Das, was uns aber hauptsächlich interessiert und das, was hauptsächlich die größten Probleme halt macht beim Pferd, das ist EHV1 und EHV4 und dagegen ist auch eine Impfung. Und darüber wollen wir ja heute sprechen. Jetzt gucken wir einmal weiter. Was passiert, wenn sich mein Pferd jetzt mit Herpesviren ansteckt? Die Infektion kann einmal stattfinden über einen direkten Kontakt mit dem erkrankten Pferd. Im Unterschied zu zum Beispiel der Influenza-Infektion, was ja auch eine Virusinfektion beim Pferd ist, gegen die wir ja auch alle impfen, haben wir hier nicht unbedingt eine Übertragung über weite Abstände über die Luft. Also es ist nicht so, dass die Pferde das aufrufen und dann geht es halt 20 Meter über die Weide zum nächsten Pferd. Bei der Herpesinfektion brauchen die Pferde in der Regel schon halt Nase oder wie auch immer halt irgendeinen Kontakt. Was aber ganz wichtig ist und was nicht zu unterschätzen ist, dass wir natürlich auch immer eine indirekte Übertragung haben können über indirekten Kontakt mit kontaminierten Gegenständen. Also wenn ich ein Pferd habe, was Herpes infiziert ist, was ich vielleicht noch gar nicht weiß, und ich miste da halt aus und dann gehe ich mit der Mistfork oder mit dem Besen und mit der Karre und so weiter halt in die nächste Box halt, dann bin sowohl ich als auch meine Mistfork und meine Karre ein Überträger für halt Herpesviren. Eine Besonderheit bei Herpesviren ist die sogenannte Latenz. Und zwar ist es so, dass diese Herpesviren halt nach Infektion im Pferd in einen sogenannten Ruhezustand gehen können.
wir kennen das, es ist eine bekannte Besonderheit von Herpesviren und ich habe es eben vorhin schon angesprochen, das ist wie bei unserem Lippenherpes genauso. Man infiziert sich einmal und dann hat man Ruhe und dann kennt man das und ist krank oder man hat besonders viel Stress und schon kommt es halt zum Bläschen an der Lippe. Und so ähnlich funktioniert es halt mit den Herpesviren beim Pferd halt auch. Diese können reaktiviert werden durch Stress. Es kommt dann erneut zu einer Erregerausscheidung, wie eben schon gesagt halt, werden dann halt die Pferde, die halt dann in direktem Kontakt oder indirektem Kontakt sind, halt infiziert. Es kann zu einer, das Virus vermehrt sich im Bereich halt der Lymphknoten im Nasenrachenraum und es kann dann zu einer sogenannten Viremie, also sprich das Virus geht in das Blut und verteilt sich halt im Körper, kommt, was dann halt in der Regel halt auch die schweren Krankheitsverläufe halt auslöst. Wenn wir keine Viremie haben, dann haben wir auch keine schweren Krankheitsverläufe. Die Inkubationszeit hier nochmal einmal zu wissen, ist wichtig, ist sehr variabel. Das längste sind bis zu 21 Tage. Also sprich halt, wenn kann durchaus halt mal sein, dass ich habe einen Herpesfall im Stall und das Pferd, ich habe Ruhe 10 Tage oder sowas, heißt es noch lange nicht, dass nicht dann doch noch irgendwann ein Pferd erkrankt. Dann gehen wir einmal zur nächsten Folie. Wie läuft dann so eine Erkrankung mit ab? Ich habe es eben schon mal einmal angedeutet. Wir haben in der Regel immer einen Atemwegsinfekt. Der kann unterschiedlich schwer sein. Häufig merke ich den gar nicht. Es geht in der Regel auch immer mit Fieber einher. Auch das kann ich manchmal gar nicht merken. Die Pferde sind fröhlich und fressen. Und wenn ich nicht zufällig Fieber messe, merke ich da vielleicht gar nichts von. Ich habe dann eine Viremie, was ich eben schon angesprochen habe. Die Viren verbreiten sich über das Blut in andere Organe. Und je nachdem, wo diese Viren dann halt hingehen, habe ich dann die dementsprechende Symptomatik. Diese Viren haben eine Vorliebe für die tragende Gebärmutter, also für den Uterus, für die Plazenta, was ja die Schnittstelle ist zwischen dem Fetus, also den kleinen Fohlen, was in der Gebärmutter heranwächst. Und die infizieren dann dort die Gefäßauskleide. Es kommt dann hier zu Thromben, dass sich diese Gefäße verstopfen in der Plazenta. Es kann zu Plazenta-Ablösung kommen. Und es kommt dann zu Aborten in der Regel nach dem 20. Trächtigkeitsdatum, sprich halt auch vom Spätabort. Es kann sein, wenn die Infektion sehr spät in der Trächtigkeit stattfindet, dass auch lebensschwache Fohlen geboren werden. Die dann leben, wenn sie geboren werden, aber in der Regel innerhalb weniger Tage, egal ob mit Therapie oder ohne Therapie, dann versterben. Wenn die Viremie in Richtung halt des zentralen Nervensystems geht, also des ZNFs, dann passiert hier genau das Gleiche. Auch hier werden dann Blutgefäße im zentralen Nervensystem, also im Rückenmark, im Gehirn und so weiter halt befallen. Es kommt zu einer Verstopfung dieser Gefäße. Es ist ähnlich wie der Schlaganfall bei Menschen. Und dann habe ich halt diese neurologische Form, die wir halt besonders halt aus Valencia halt kennengelernt mussten. Die EHM, die equine Herpesmüdigkeitsstörung. Und dann gehen wir einmal weiter. Und zwar ist es hier, und deswegen habe ich das einmal reingenommen, das ist mir sehr wichtig, ihr müsst das jetzt nicht bis aufs allerkleinste Detail halt verstehen, aber was es hier halt einmal zeigt, es zeigt einem, was passiert im Pferd, wenn Pferde, die jetzt hier in diesem Fall künstlich infiziert wurden mit intranasal, also man hat mit infizierten Herpesviren halt infiziert, was dann passiert. Und dann sehen wir halt einmal diese blaue Linie. Und ganz unten sehen wir die Tage, die Dauer halt, was passiert der Infektion halt. Dann sehen wir, dass die Temperatur, also dass das Fieber eigentlich noch bis Tag 5 total normal ist. Und danach kommt es dann halt zu dieser sogenannten Viremie. Also das Virus geht ins Blut und verbreitet sich halt dann dementsprechend halt mehr oder weniger im Körper. Und was aber wichtig ist, ist, dass wir schon bevor wir überhaupt das Fieber halt haben, das seht ihr dann an dieser grauen Kurve, die da drüber ist, das Nasal Shedding, das spricht, das Pferd selber scheidet schon Unmengen an Viren aus, bevor es halt überhaupt Fieber zeigt und vielleicht überhaupt für den Reiter, für den Pferdehalter, für den Tierarzt irgendwie sichtbar wird. Die Anzahl dann halt klinisch, ob es dann halt zu einer weiteren Symptomatik kommt, wie zum Beispiel halt die EHM, das passiert in der Regel nach der Fieberphase erst. Wenn die Pferde
Auch wenn dann halt das Fieber weg ist, ist es noch nicht so, dass man dann sagt, jetzt ist alles safe, Fieber ist gut und das Pferd ist fröhlich und ist Gesundheit. Und die Problematik entsteht dann, wie gesagt, schon vorher, wie vorher schon gesagt, halt dann nach dieser Verbreitung des Virus durch das Blut. Gehen wir einmal weiter. Das Problem ist bei der Herpesinfektion, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, oder generell bei allen viralen Infektionen, und das haben wir, glaube ich, auch alle im Zuge der Corona-Pandemie halt gesehen, gegen Viren gibt es kein direktes Heilmittel, kein direktes Gegenmittel. Es gibt sogenannte Virostatika, also die im Viren halt hemmen sollen, die Virusvermehrung hemmen sollen. Es gibt aber zum Beispiel kein einziges Virostatikum, was für das Pferd zugelassen ist. Es wird dann halt in manchen Fällen eingesetzt, aber es gibt hier keinerlei wirklich gute Studien halt zu, inwiefern das halt hilft. Also es ist letztendlich halt eine rein symptomatische Therapie, die dann halt abläuft halt, wenn ich lediglich eine Infektion der Atemwege habe, häufig gar nicht großartig auffällig halt verläuft, dann muss ich da sicherlich nichts Großartiges tun. Wenn ich Fieber habe mit einer Unwohlsein, dann muss ich hier sicherlich halt Fiebersenker geben halt. Eine Therapie halt bei einem Abort ist in der Regel logischerweise nicht mehr möglich. Bei der neurologischen Form leite ich dann natürlich dementsprechend halt die symptomatische Therapie ein, sprich halt auch Entzündungshemmer. Ich kann versuchen, Virostatika zu geben. Die Pferde können dann in der Regel kein Harn absetzen, kein Kot absetzen. Ich muss die also ausräumen. Ich muss den Blasenkatheter legen, das Harn abfließen kann halt. Aber es gibt halt nichts, was wirklich halt dagegen halt hilft. Wenn ein Organismus halt von Viren befallen ist, ist er natürlich halt auch geschwächt. Das bereitet dann halt auch Tür und Tor für sogenannte bakterielle Sekundärinfektionen, also Bakterien, die sich da vielleicht dann noch draufsetzen. Gegen die kann ich dann natürlich präventiv vorbeugen, halt mit einer Antibiotikagabe. Deswegen ist es halt einfach so wichtig halt, oder ist unsere wichtigste Therapie, die wir eigentlich halt haben, die Vorbeuge. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt einmal zur nächsten Folie, zur Impfung. Es gibt einen Impfstoff, es gibt in Deutschland aktuell 3 Impfstoffe, die für oder gegen das Herpesvirus 1 und teilweise auch 4 halt zugelassen sind. Wir sprechen von sogenannten inaktivierten oder Totimpfstoffen, also das Virus, was da drin ist, lebt nicht mehr, oder sogenannten abgeschwächten Lebensimpfstoffen. Dann sind diese Viren praktisch unschädlich gemacht worden. Sie leben noch, aber sie können sich nicht mehr, können den Organismus nicht mehr infizieren. Auf der rechten Seite seht ihr einmal die Impfempfehlung von der sogenannten Ständig-Impf-Kommission der Veterinärmedizin. Da wird für jede Tierart, genauso wie es das für den Menschen hat auch, gibt, werden halt Impfempfehlungen ausgesprochen. Und überall, wo wir diese 3 Punkte sehen, da wird unbedingt empfohlen, gegen zu impfen. Und da sehen wir einmal die Herpesvirusinfektion, die Influenza und die Tetanusinfektion. Bis vor kurzem stand auf dieser Folie natürlich halt auch noch die Impfpflicht durch die FN, aber das müssen wir jetzt natürlich leider kurzfristig empfehlen. Und dann gehen wir einmal zur nächsten Folie. Deswegen hier auch noch das Impfschema von der FN drin gelassen. Wir haben einmal diskutiert, sollen wir es drin lassen, sollen wir es anders machen, aber es ist letztendlich die korrekte Impfung, die halt durchgeführt werden soll. Deswegen wird das jetzt einfach mal so gelassen. Und zwar muss ich halt hier unterscheiden, womit wird mein Pferd geimpft, mit einem sogenannten Lebendimpfstoff oder mit einem Inaktivat, also einem Totimpfstoff. Wenn ich den Lebendimpfstoff halt verwende, dann mache ich eine erste Zweitimpfung im Abstand von 3 bis 4 Monaten und impfe dann alle 6 Monate nach, plus minus 21 Tage, sagt jetzt halt die IFN gesagt, aber das ist sicherlich auch im realen Leben halt so machbar. Wenn ich einen Inaktivatimpfstoff habe, dann ist das Intervall zwischen der ersten und zweiten Impfung kürzer. Und zwar liegt zwischen 4 und 6 Wochen und auch dann letztendlich halt dann wieder, muss alle 6 Monate halt dann nachgeimpft werden. Besonderheiten ist, wann fange ich überhaupt an? Das hängt davon ab, ist die Stute, im besten Fall weiß ich das halt, ist die Stute halt geimpft?
gewesen gegen Herpes, aus der mein Fohlen halt kommt. Wenn die Stufe geimpft ist, dann hat sie natürlich halt auch Antikörper an das Fohlen halt abgegeben. Dann fange ich ein bisschen später an mit der Impfung, in der Regel im 6. Lebensmonat. Wenn die Stufe nicht geimpft ist, fange ich ein bisschen früher an, im 4. Lebensmonat. Tragende Stuten, gerade halt hier wichtig, hinsichtlich halt des Herpesabortes halt, nämlich je nach Impfstoff, da sind dann die Herstellerangaben ein bisschen unterschiedlich, im 5., 7. und 9. Trächtigkeitsmonat oder im 2., 5. oder 6. Trächtigkeitsmonat und im 9. Trächtigkeitsmonat. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich natürlich derzeit, wie diese Stufen dann halt besonders empfindlich sind halt, viel eine gute Immunantwort haben möchte. Deswegen impfe ich halt häufiger in einem dann halt kürzeren Abstand mit einem. Dann gehen wir einmal zur nächsten Folie. Und was passiert dann halt, wenn ich halt impfe, oder was kann ich erwarten, wenn ich mein Pferd impfe? Und das ist sicherlich halt das, was halt auch am meisten diskutiert wird, ist, dass ich halt keinen vollständigen Schutz gegen eine Infektion habe, wenn ich Herpes impfe. Interessanterweise ist es aber so, das habt ihr bei keiner Impfung, die ich beim Pferd halt mache, auch nicht gegen Influenza, auch nicht gegen Tetanus. Die einzige Impfung beim Pferd oder die es für das Pferd halt gibt, die wirklich eine sogenannte, man spricht dann von einer sterilen Immunität, ergibt halt, ist die Tollwutimpfung. Aber was mache ich mit der Impfung? Ich reduziere deutlich die Virusausscheidung des Pferdes, wenn ich es impfe. Dadurch reduziere ich deutlich den Infektionsdruck, kann ich mir vorstellen. Wenn ein infiziertes Pferd halt weniger Virus ausscheidet, dann kann es weniger Pferde anstecken. Ich mache eine Schwächung der Anfangssymptomatik des Fiebers, der respiratorischen Symptome, also Husten oder ähnliches halt. Und auch ganz wichtig, die Dauer und Intensität der Viremie, also der Zeit, wo das Virus dann halt im Blut zirkuliert oder ob es da halt überhaupt hingeht, die wird halt auch verkürzt. Und damit reduziere ich dann halt auch die Gefahr halt von einer neurologischen Symptomatik oder von Aborten. Das Wichtige ist aber halt, dass ich halt, wie gesagt, halt das Ziel eigentlich halt ist, dass ich halt eine Bestandsimpfung habe, weil je mehr mir wünsche halt, weil je mehr Pferde in meinem Bestand halt geimpft sind, desto besser ist die Herdenimmunität und die Infektionskette läuft sich dann letztendlich halt tot. Weil wenn ich schon wie wenig Virus halt habe, was ein Pferd ausschüttet und das kommt dann halt zum nächsten Pferd, was auch gegen Herpes geimpft ist, dann ist es halt noch weniger Virus, mit dem es infiziert wird, weniger Reaktion, weniger Ausscheidung und so weiter und so fort. Und dass das eigentlich ganz gut funktioniert, zeige ich einmal im nächsten Bild, in der nächsten Folie. Weil hier haben wir einmal ein Beispiel einer doch sehr erfolgreichen Bestandsimpfung. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Pferdebestand, einen relativ großen Bestand mit ungefähr 120 Pferden, der, man mag es kaum glauben, im Abstand von 6 Jahren doch zweimal halt von einer Herpesinfektion heimgesucht wurde. Und zwar war es hier so, dass es halt zum ersten Ausbruch kam 2016. Dann waren von diesen 120 Pferden nicht wirklich viele geimpft, ungefähr 25%, also roundabout 30 Pferde. Es kam dann zu einer Ausbreitung der Infektion im gesamten Betrieb. Es ist ein guter Betrieb, ein zertifizierter Betrieb, ein Offenstallbetrieb oder ein Laufstallbetrieb halt, der zu dem Zeitpunkt 9 Gruppen halt hatte. Von diesen 120 Pferden waren ungefähr 60 Pferde, die Fieberzeichen, also die sicher infiziert waren. Von diesen 60 Pferden entwickelten 12 diese neurologische Symptomatik, also EHM. Diese Pferde mussten auch alle euthanasiert werden, die haben das nicht überlebt. Und der ganze, auch interessant, der ganze Ausbruch zog sich auch sehr lange hin. Wir haben es vorhin gesehen, die Inkubationszeit, also Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung halt, kann durchaus 3 Wochen sein, halt zog sich über 4 Monate hin. Es wurden, hier steht schön, Biosicherheitsmaßnahmen durchgeführt, was muss man sich darunter vorstellen. Also es wurden halt dementsprechend halt die Gruppen halt alle getrennt. Es wurde halt verhindert, sobald es halt klar war, dass es halt eine Herpesinfektion war, dass die Pferde halt die einzelnen Gruppen keinen Kontakt mehr zueinander hatten. Es wurden natürlich Zugangsmöglichkeiten zum Betrieb eingeschränkt. Es wurde desinfiziert und so weiter. Also das wurde alles natürlich noch zusätzlich gemacht. Trotzdem ein relativ verheerender Verlauf.
Im Zuge dessen hat sich dann, wurde dann hier entschieden, durch den Betriebsbesitzer halt eine Impfpflicht für alle Pferde, die halt auf dem Betrieb halt sind, halt untergestellt waren, halt einzuführen. Die bestand dann halt, also wir hatten 100% geimpfte Pferde, 120 Pferde, die dann halt bei diesem zweiten Ausbruch halt 2022 auch wieder betroffen waren. Da waren dann nur zwei benachbarte Gruppen betroffen aus diesem ganzen Betrieb, also 7 Gruppen nicht. Wir hatten nur 11 fiebernde Pferde, was deutlich weniger ist. Es gab 2 Pferde mit neurologischer Symptomatik, also teilweise festen oder festliegen halt. Das war das erste Pferd, was sich infiziert hatte und dann im Laufe der, dieser Infektion dann halt noch ein zweites Pferd. Von diesen beiden Pferden hat sich ein Pferd komplett, das erste Pferd, was halt praktisch Patient 0 war, hat sich wieder erholt komplett. Das zweite Pferd musste leider eingeschläfert werden. Der ganze Ausbruch dauerte wesentlich länger, nur 2 Monate, und es wurden genauso wieder alle Hygienemaßnahmen, also Desinfektion, Trennen der Gruppen und so weiter halt eingeführt. Und hier einfach einmal, auch wenn das jetzt natürlich für diesen Pferdebestand definitiv nicht schön ist, aber deutlich halt einmal ein schönes Beispiel dafür, was halt eine flächendeckende Impfung halt doch bringen kann. Wir gehen einmal zur nächsten Folie. Weil wenn ich natürlich etwas tue und dann passiert natürlich auch was im Pferd, und ich habe hier einmal die Nebenwirkungen, also das passiert natürlich ja das, dass ich halt natürlich einmal eine Antikörperbildung halt habe beim Pferd, und das ist das, was ich halt möchte. Aber was sind denn eigentlich die Nebenwirkungen? Und ich habe hier einfach mal aus den 3 Impfungen, die aktuell in Deutschland zugelassen sind, die Beipackzettel halt rauskopiert, und da seht ihr, dass es halt eigentlich das ist, was man auch, wenn man einen Beipackzettel einer Influenza-Impfung halt kopieren würde, rausfinden. Also es kann durchaus halt mal zu erhöhter Temperatur halt kommen, auch mal Fieber, wirklich in der Folge der Impfung halt. Es können auch mal Schwellungen und Schmerzhaftigkeiten an Einstichstelle halt vorkommen. Das ist halt eigentlich immer das, was am allerhäufigsten vorkommt. Und dann wird hier immer gesprochen, entweder halt von unerwünschten Impfreaktionen, allergischen Impfreaktionen, anaphylaktische Reaktionen. Das sind dann halt dementsprechend halt dann akute Immunantworten halt, die dann unerwünschte Immunantworten halt, die dann dementsprechend halt schlimm ausgehen können halt. Aber das sind halt Nebenwirkungen, die halt bei jeder Impfung halt auftreten. Davon zu unterscheiden, und das sehen wir jetzt einmal auf der nächsten Folie, sind die sogenannten unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Also sprich, das sind halt Sachen, die halt auftreten, Symptome, Anzeichen, die auftreten halt noch neben diesen erwähnten Nebenwirkungen. Und ganz wichtig, jeder Tierarzt ist verpflichtet, unerwünschte Arzneimittelwirkungen halt zu melden. Da gibt es bestimmte Institutionen, an die man sich wenden muss. Und es wird auch jedes Jahr halt veröffentlicht halt im Tierärzteblatt, was jeder Tierarzt bekommt. Aber das ist auch für euch alle auch im Internet zugänglich. Das kann man sich halt angucken. Und da habe ich einmal die Meldung aus 2022 gab es noch nicht einmal zusammengefasst. Man spricht von der sogenannten Pharmakovigilanz. Das muss man sich hier nicht merken. Das sind einfach diese unerwünschten Arzneimittelwirkungen auf sogenannte immunologische Arzneimittel, sprich einfach Impfungen. Und da gehen wir einmal auf die nächste Folie. Und zwar sieht man hier einmal, wo es halt zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen gekommen ist, also wo sich ein Tierarzt gemeldet hat, wo dann im Zuge einer Impfung halt irgendwas auffällig halt war. Und da sehen wir einmal auf dem linken Bild halt einmal die unterschiedlichen Impfungen. Wir sehen hier schon, dass die häufigsten Meldungen bei der Herpesimpfung waren. Aber da geht man halt davon aus, dass es halt hier zu einem doch deutlich stärkeren Anstieg halt gekommen ist im Vergleich zum Vorjahr, weil halt eben die Impfpflicht von der FN ausgesprochen wurde und dann halt dementsprechend halt mehr Pferde halt dann auch im Herbst geimpft werden mussten. Und auf der rechten Seite sieht man da einmal die unerwünschte Arzneimittelwirkung aller Impfungen, also das ist jetzt nicht nur gegen die Herbstimpfung. Und dann sieht man hier, dass halt hier eigentlich halt alles das schon da drauf ist, was ich besprochen habe, also eigentlich was halt unter dem Bereich Nebenwirkungen halt fällt. Ich sehe halt Fieber, ich sehe auch mal eine Lahmheit oder irgendwas. Aber das ist natürlich halt klar, wenn ich halt eine
Impfung halt in die Brust gebe und ich habe dann hier vielleicht eine Schwellung und eine Schmerzhaftigkeit, dann ist es dann auch mal lahm. Und das Gleiche passiert, wenn ich vielleicht da hinten in die lange Sitzbeinmuskulatur, also in den Popo impfe, dann kann es hier natürlich halt dann auch halt mal vorübergehend zu Lahmheiten halt kommen. Wir sehen auch hier zwei Aborte, aber das wurde jetzt halt so nicht näher spezifiziert halt, im Zuge welcher Impfung das halt zustande gekommen ist. Das müssen wir jetzt so erstmal halt einfach akzeptieren halt. Natürlich kann es halt, wenn ich eine massive Impfreaktion halt habe, halt mit Fieber und so weiter, halt da natürlich halt auch Probleme geben. Aber ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Tragestufen schon Herpes geimpft und habe das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Wir gehen einmal zur nächsten Folie. Genau, dann kommen wir nämlich schon einmal zur Take-Home-Message. Was wir uns einfach alle halt merken sollten, ist, dass Herpesviren in der gesamten Pferdepopulation verbreitet sind. Aufgrund dieser Besonderheit der Latenz ist fast jedes Pferd halt Träger halt, zumindest von Herpes 4, ERV4, das ist sehr verbreitet in der Pferdepopulation. Beide Formen können teilweise, Herpes 1 und 4 können teilweise tödlich verlaufende Erkrankungen beim Pferd auslösen, wobei sicherlich halt ERV1 die größere Rolle halt spielt. Wir haben kein Gegenmittel zur Therapie, also nicht wie bei einer bakteriellen Erkrankung, ich gebe ein passendes Antibiotikum und dann ist es gut. Die Impfung kann eine Infektion nicht verhindern, kann aber deutlich halt die Symptome und auch die Ansteckungsraten vermindern. Je mehr Pferde eines Bestandes oder einer Population geimpft sind, desto besser. Deswegen halt das Ziel, eine möglichst flächendeckende Impfung zu erreichen. Die Nebenwirkungen und unerwünschten Arzneimittelwirkungen sind vergleichbar mit anderen Impfungen. Und das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich bin gespannt auf alle Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben also schon gehört, Sie kennen sich auch aus mit Betrieben, in denen Herpesfälle waren. Diese Zahlen und diese Dokumentation mit den Impfschemata und den entsprechend anderen Verläufen und auch Stückzahlen, das war ja sehr beeindruckend. Aber generell vielleicht mal die Frage, wenn wir jetzt Herpes in einem Stall haben, einen Ausbruch, wie sollten oder wie reagieren die Halterin, also die Pferdehalterin, Halter oder beziehungsweise es ist natürlich dann meistens doch der Besitzer, der Betreiber des Hofes gefragt. Also gibt es da 3, 4, 5 ganz wichtige Grundregeln? Also wenn Sie mich nach, also grundsätzlich ist es natürlich immer eine Ausnahmesituation und es ist sehr, sehr entscheidend halt, was wir für eine Situation haben. Wenn ich natürlich einen Reitstall habe mit vielen verschiedenen Pferdebesitzern, halt, dann ist das von dem Management natürlich halt das Ganze nochmal deutlich schwieriger. Wenn ich als Tierarzt halt mit nur einem Betrieb halt zusammenarbeite, vielleicht halt einen großen Züchter, dann ist es natürlich dementsprechend halt einfacher. Grundsätzlich kann ich mir immer nur wünschen als Tierarzt, dass halt alle dementsprechend halt an einem Strang ziehen, dass halt dann auch dementsprechend halt mit dem Tierarzt kooperiert wird halt, dass da es ist halt einfach wichtig, dass dann dementsprechend halt auch einer sagt, in welche Richtung halt es halt geht und welche Maßnahmen halt eingeleitet werden halt. Es muss halt dann auch akzeptiert werden halt, zum Beispiel wenn ich halt Stelle halt habe, wo ich sehr viele verschiedene Pferdebesitzer halt habe, dass dann halt auch teilweise halt der Zugang zu den Pferden halt dann eingeschränkt werden muss halt aufgrund halt der Vermeidung, dass sich halt das Virus halt weiter ausbreitet. Hier ist es sicherlich einfacher, wenn man halt dann dementsprechend halt nur einen Ansprechpartner hat, mit dem man dann halt arbeitet. Aber es ist eine Ausnahmesituation, eine Faustformel gibt es da in der Regel halt nicht. Gut, danke. Dann gehen wir jetzt mal in die Praxis. Annika, wir kommen zur Gretchenfrage. Sprich, wie hältst du es mit der Impfung in Ponyhausen bei dir? Also grundsätzlich sind meine Pferde natürlich geimpft. Einmal kurze Situation, die ich vorher schon erlebt habe. Also ich habe Ponyhausen jetzt seit circa 3 Jahren. Vorher stand ich mit meinen Pferden in Pensionsstellen und da habe ich wirklich die unterschiedlichsten Varianten kennengelernt als Pferdebesitzerin. Es gab Pensionsställe, wo wirklich alle Pferde durchgeimpft waren, egal ob da gezüchtet wurde oder nicht. Also da war wirklich jedes Pferd gegen Herpes geimpft. Das war verpflichtend. Ich war in Pensionsstellen, da war das nicht verpflichtend. Da war es einfach komplett egal.
Und es ist als Pferdebesitzer, glaube ich, immer sehr, sehr spannend, wenn man in diesen Stellen steht, was da für Dynamiken auch zwischen den Pferdebesitzern entstehen. Also es ist, glaube ich, auch für Stallbesitzer nicht immer ganz leicht, das zu managen. Ich persönlich würde, glaube ich, heute dazu übergehen zu sagen, ich würde die Impfung verpflichtend machen, wenn ich Stallbesitzer wäre. Jetzt habe ich meinen eigenen Stall und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich aktuell eine gemischte Situation habe. Die Pferde, die ich prinzipiell im Sport reite, beziehungsweise mit denen ich unterwegs bin, mit denen ich reise, mit denen ich fahre, die sind komplett durchgeimpft und inzwischen auch eben gegen Herpes. Eins von den Pferden hat mich gerade leider verlassen, aber meine Stute Kobi, die steht ja noch bei mir und die ist auch eine heiße PSSM2-Kandidatin. Da war ich tatsächlich relativ nervös. Ich muss aber sagen, dass ich da nicht mehr oder weniger erlebt habe als bei anderen Impfungen. Richtige Nebenwirkungen habe ich tatsächlich bei meinen Pferden noch nie gehabt, außer dass man mal so eine kleine Schwellung sieht, irgendwie an der Brust oder am Hals. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass die das gut vertragen hat. Dann habe ich meine Rentnerin, meine ältere Stute, Wölbchen, die ist jetzt 23, die hat auch vierfach PSSM2. Die war früher Herpes geimpft, als ich im Pensionsstall stand und das eben verpflichtend war. Da habe ich auf Rat eines Tierarztes irgendwann mit aufgehört. Auch jetzt, als sie zu mir kam, habe ich das halt nicht mehr aufgefrischt, weil sie sehr stark COPD hat, Asthma hat, Husten hat. Und das war für mich immer so ein Thema, wo ich ein bisschen vorsichtig war, weil ich mich immer so ein bisschen an den Grundsatz gehalten habe, dass die Pferde gesund sein müssen, wenn sie geimpft werden sollen. Jetzt habe ich aber auch noch meine zwei kleinen Fettis, die sind jetzt 3 und die werden jetzt auch anfangen, mit mir ein bisschen durch die Lande zu fahren. Und das ist für mich der Moment, wo die auch geimpft werden, beziehungsweise jetzt bald geimpft werden müssen. Das habe ich am Anfang, als sie zu mir kamen, so ein bisschen verpasst tatsächlich. Ich habe das gerade ja auch nochmal in der Folie gesehen, beziehungsweise jeder, der zuschaut, konnte das sehen. 4. oder 6. Monat wird er empfohlen. Das habe ich einfach verpasst, die waren bei mir und bei mir ist nicht jedes Pferd geimpft und demnach habe ich da tatsächlich anfangs den Fokus einfach nicht drauf gelegt. Aber in dem Moment, wo ich mit denen jetzt einfach losfahre und sage, die sind unterwegs, halte ich das für sinnvoll, die auch zu impfen. Und dann werden bei mir im Endeffekt alle Pferde geimpft, bis auf Wölbchen, wo ich aktuell tatsächlich auch eher noch die Finger von lasse, weil ich einfach sage, okay, ich bin mir da nicht sicher mit ihren Vorerkrankungen. Aber glaube einfach dadurch, dass die anderen Pferde, und es wird sicherlich auch noch das ein oder andere Pferd in Ponyhausen einziehen, dadurch, dass die eben geimpft sind, habe ich einfach ja sehr, sehr viele geimpfte Pferde im Stall und dadurch verringert sich dann natürlich auch die Gefahr für Wölbchen. Okay, das heißt ein bisschen eine Mischkalkulation, allerdings ja auch in einem sehr homogenen Bestand. Also da gehen irgendwie nicht täglich 10 Pferde rein, 10 Pferde raus. Trotzdem, Frau Panse-Grau, generell ist es sinnvoll, in einem Bestand einige Pferde zu impfen, andere nicht? Also wünschenswert wäre natürlich halt, den gesamten Bestand zu impfen. Ja, also das ist das, was wir halt, das ist das, was wir halt erreichen wollen, ja, weil wir dann einfach auch für das Einzeltier halt noch den besten Schutz halt haben. Und wir haben gerade gesehen halt, das Problem halt mit dieser Latenzgeschichte, das Pferd ist, kann das Virus halt in sich tragen. Gut, wenn Wölbchen jetzt nicht viel Stress hat und keinen neuen, außer Shetland Pony, vielleicht einen neuen Weidepartner oder irgendwas halt bekommt oder so, dann reduziert sich vielleicht halt diese Reaktivierung halt des Virus halt. Aber grundsätzlich halt sollten halt alle Pferde eines Bestandes geimpft sein halt, wobei wir auch nicht hier von der Klinik aus und auch persönlich halt immer sagen würde, wenn sie ihr Pferd impfen wollen, dann tun sie das auf jeden Fall. Weil wenn ich jedem sage, er darf sein Pferd oder soll sein Pferd halt erst impfen, halt wenn der gesamte Bestand geimpft wird halt, dann werden wir niemals das erreichen, was wir erreichen wollen eigentlich. Okay, aus Annikas Community, ich muss es kurz einmal ablesen, kam die Frage, gibt es noch andere Möglichkeiten außerhalb der Impfung in einem Bestand, mein Pferd im Stall, sinnvoll vor Herpes zu schützen? Ja, das gibt es sicherlich. Also man sollte halt, wie wir es eben halt schon angesprochen halt haben, natürlich halt Hygienemaßnahmen halt einhalten. Also sprich halt, wenn ich neue Pferde in den Bestand halt bekomme. Das gilt nicht nur für Herpes, das gilt halt auch für alle möglichen anderen Infektionserkrankungen beim Pferd oder auch halt, was den Verwurmungsstatus halt angeht, halt macht es halt schon Sinn, diese Pferde erstmal halt in Quarantäne zu halten. Das heißt nicht irgendwie eine Box und verriegelt und verrammelt, aber halt zumindest halt so, dass sie keinen Kontakt halt haben, auch nicht über die Weide oder sowas halt mit den ursprünglichen Pferden des Bestandes. Und dann sollte ich halt gucken,
dass ich halt Stress vermeide halt in der Gruppe halt, dass ich halt Pferde gewöhne halt, dass ich nicht einfach ein Pferd, beliebt ist immer das Beispiel halt, ich habe eine Stute, die ist 14 und dann ist sie jetzt ein bisschen lahm und kann nicht mehr in den Sport gehen und wird dann halt gesamt und wird dann am Ende der Saison, kommt dann in einen großen Laufstall mit allen anderen tragenden Stuten halt. Das ist natürlich prädestiniert dafür, das kennt das nicht, war wahrscheinlich ihr ganzes Leben noch nie irgendwie dauerhaft und bei ungünstigen Witterungsverhältnissen draußen oder sowas, die kommt in eine neue Gruppe, die muss sich irgendwie behaupten halt oder sowas halt. Das ist natürlich eine prädestiniert dafür, dass diese Pferde dann halt Stress haben, dass dann wieder zu einer Reaktivierung des Virus halt kommt und dann sozusagen halt der Patient null halt werden und dann zum Beispiel halt abortieren. Also sowas sollte ich möglichst versuchen zu verhindern. Annika, du hattest vorab schon in deiner Community gefragt und da kam das N-Wort, Nebenwirkungen. Was hast du da so von deiner Community erfahren? Nebenwirkungen ist ein gutes Stichwort. Also es ist tatsächlich, wenn man so viele Menschen danach fragt, ist das Ergebnis relativ wild. Es gibt auf der einen Seite nach wie vor wirklich eine große Menge an Leuten, die, glaube ich, einfach nicht richtig informiert sind, die hier was aufschnappen, da was aufschnappen, im Zweifelsfall dann irgendwie meist abends um 11 einmal bei Google irgendwas reinschmeißen, in irgendeinem Forum landen oder bei Facebook landen oder egal, wo dann was diskutiert wird. Im Zweifelsfall, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, ich glaube immer, dass eher Leute Rezensionen schreiben oder über etwas schreiben, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also die vielen Leute, die gute Erfahrungen gemacht haben, das ist nicht immer so die dann bei Holiday Check schreiben, das Hotel war toll, sondern da wird lieber gemotzt. Dementsprechend gibt es auch bei mir in der Community nach wie vor sehr, sehr viele, die sich einfach mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, so ein bisschen seidenes Halbwissen haben, wo ich halt auch versuche, von meinen Erfahrungen zu erzählen, beziehungsweise das dann auch jetzt hier mit so einem Webinar teile, weil ich einfach finde, dass man sich nur eine Meinung machen kann, wenn man Infos hat. Und das ist erstmal komplett frei, in welche Richtung man sich entscheidet. Aber wenn man keine richtigen Infos hat, kann man sich schlecht eine Meinung machen. Und dann gibt es die Mitmeinung. Und da gibt es einfach diese zwei Lager. Impfen auf jeden Fall, sind 1000% dafür oder sind 1000% dagegen. Und das eben mit aller Konsequenz und ja, sehr drastischen Umschreibungen teilweise. Ich nehme mich da immer, also ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig zu sagen, dass Leute Dinge nicht erlebt haben. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht in deren Haut stecke, ich bin nicht deren Pferd, ich war nicht dabei. Aber bei manchen Erzählungen bin ich skeptisch, ob das, was da vorgefallen ist, unbedingt mit der Impfung zu tun haben muss oder nicht. Das kann man nicht ausschließen, das kann ich auch nicht ausschließen, aber das, was passiert, muss ja nicht unbedingt mit dem zu tun haben, was man vorher geimpft hat. Und das finde ich sehr schwierig, wenn auch da dann Erfahrungen sehr laut geteilt werden. Ich finde, man muss über Nebenwirkungen reden, man muss über Dinge reden, die passieren können. Wie gesagt, ich bin mit Wölbchen da aktuell auch so, dass ich sage, ich bin mit ihrer Lunge und der Atemwegsgeschichte vorsichtig. Aber grundsätzlich zu sagen, das ist schlecht, weil mein Pferd ist das rechte Ohr umgefallen, das finde ich auch sehr schwierig in der Argumentation. Also wir haben ja eben gerade schon über diese Nebenwirkungen gesprochen. Das sind die offiziellen Nebenwirkungen und das ist halt das, was man am häufigsten beim Pferd sieht. Und ich glaube, das kann auch jeder bei sich nachvollziehen, wenn er mal geimpft wurde. Die Standardimpfungen, die wir alle mitmachen müssen oder halt dann auch mal die Corona-Impfung oder ähnliches halt, dass man sich halt mal ein bisschen müde und abgeschlagen fühlt, dass man halt auch mal erhöhte Temperatur halt hat. Und das ist halt auch für jeden, sowohl wie es für den Menschen sehr individuell ist, ist es halt auch für das Pferd sehr individuell. Die meisten Pferde, muss man halt sagen, die vertragen Impfungen, egal ob es jetzt eine Herpesimpfung ist, ob es eine Tetanusimpfung ist, ob es eine Influenzaimpfung ist, ob es eine West Nile-Impfung ist, halt sehr, sehr gut. Also das merken sie halt gar nicht. Das kann durchaus halt wir, wenn wir zum Beispiel hier, wir haben ein paar Pferde hier an der Klinik, die uns hier dienen als Lehrpferde, als Blutspender und so weiter, die werden natürlich auch alle regelmäßig halt geimpft und dann werden die am nächsten Tag auch mal Fieber gemessen und dann haben die halt auch mal leicht erhöhte Temperatur, auch mal ein bisschen mehr erhöhte Temperatur. Und das merken sie halt gar nicht, wenn die Pferde fröhlich sind und ausgehen und fressen und alles halt.
Aber das sind halt gängige Nebenwirkungen, die wir haben. Zusätzlich kommen dann halt diese Schwellungen, die man halt mal hat an der Einstichstelle, kennt man auch von sich selber. Man wird dann den Arm geimpft halt, dann kann man irgendwie den Tag danach den Arm irgendwie nicht mehr richtig halt heben. Und beim Pferd ist es dann halt abhängig davon, wo die Impfung halt hingeht. Geht sie in den Hals, habe ich vielleicht eine Schwellung nur und eine Schmerzhaftigkeit an der Stelle? Geht sie in die Brust oder geht sie hinten in die lange Sitzbeinmuskulatur, also halt in den Popo? Dann kann es natürlich auch mal sein, dass die Pferde dann halt auch mal ein bisschen taktunrein sind oder halt auch mal dann lahm sind oder ähnliches halt. Aber halt wirklich schwere Nebenwirkungen halt sind extrem selten. Wirklich, also wir sprechen da wirklich halt von noch nicht mal, also das kann man auf dem Beipackzettel zum Beispiel halt sehen, also diese und Sachen, wovon wir jetzt eben gerade gesprochen haben, wenn es halt zu massiven Schwellungen oder zu massiven Schmerzen halt kommt, das ist dann weniger als 10 Pferde oder irgendwas zwischen 1 und 10 Pferde von 10.000 Impfungen oder ähnliches halt. Und wie gesagt, ich habe früher sehr, sehr viele Bestände halt, Sportpferdebestände, aber auch Stutenbestände halt betreut, halt viele Züchter, große Deckstationen halt, die dann halt auch standardmäßig halt ihre Pferde halt einfach alle impfen lassen. Ich habe da wirklich kein Pferd gesehen, was eine schwerwiegende Nebenwirkung halt hat. Ich habe, gebe ich zu, auch mal einen Abszess gehabt nach der Impfung, aber das hat dann nichts in dem Sinne mit der Impfung halt zu tun. Und hier hast du noch keinen Abszess, noch eine intramuskuläre Injektion hat er noch nicht von Pferde gespritzt. Aber das ist halt im Vergleich dazu, was wir für einen Nutzen von der Impfung haben, sind die Nebenwirkungen einfach verschwindend gering, muss man sagen. Grundsätzlich bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, bei meiner Community zu sagen, das hast du erlebt, das stimmt nicht. Also sowas mache ich gar nicht. Ich möchte das jedem frei halten, zu sagen, wer hat das erlebt, ist irgendwann vor oder nach der Impfung irgendwie passiert. Ich muss sagen, dass ich das bei meinen Pferden wirklich einfach genauso pragmatisch halte wie bei mir mit den Impfungen. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen nach Thailand geflogen und dann meinte die Ärztin, du brauchst immer noch das und das und das und das. Und dann meinte sie, wie machen wir das? Die so, ja, alle 7 Tage eine, ne? Einmal linke Arm, einmal rechte Arm. Und dann hat die mir halt innerhalb von 5 Wochen da gefühlt irgendwie 6 Impfungen reingeschossen. Ich habe das gemerkt, die eine mehr als die andere, aber ich handhabe das mit meinen Pferden tatsächlich auch relativ pragmatisch. Es gibt Impfungen, die möchte ich einfach bei denen haben. Und toi, 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 bei uns ist das bisher sehr gut gegangen. Ja, und ich denke, so muss man das halt auch sehen, ne? Also man muss halt dann vielleicht ein kleineres Übel, wenn man es überhaupt als Übel halt bezeichnen kann, halt in Kauf nehmen halt, um dann halt dann dementsprechend halt den Nutzen und den Schutz halt zu haben, weil ein paar Tage Fieber oder mal eine Schwellung halt oder ich kann vielleicht mal 3-4 Tage nicht reiten oder sowas, ist natürlich halt nichts gegenüber einer ausgewachsenen neurologischen Symptomatik bei einer Herpesinfektion, das muss man ganz klar sagen. Und es gilt für alle anderen Impfungen auch. Entschuldigung, es gilt für alle anderen Impfungen halt auch. Ne? Also wenn ein ungeimpftes Pferd Tetanus bekommt, stirbt. Punkt aus. Das ist so. Ich hatte eins meiner Pferde tatsächlich einmal in einer Pferdeklinik mit Verdacht auf Herpes. Das hat sich zum Glück nachher nicht bewahrheitet. Das hat echt einige Tage gedauert, bis das rauskam. Das Prozedere, was da vonstatten gegangen ist, um das Pferd zu retten, dem Pferd zu helfen, das alles zu betreuen, war so drastisch für mich. Das war eine so schlimme Erfahrung. Das Pferd hatte es nachher gar nicht. Zum Glück, da kam eine Geschichte mit Zecken nachher raus. Aber wenn ich mir vorstelle, was passiert, wenn das Pferd es wirklich hat, also das möchte ich tatsächlich in meinem Pferdebesitzerleben nicht unbedingt erleben. Ich habe einmal schon mal ein bisschen geluschert in die Fragen der Community und weil wir gerade da bei der Impfung einmal kurz waren, Frau Pansegrau, vielleicht schnell zwischendrin eine kurze Frage. Gibt es, Sie haben gesagt, in der Brust, klar, dann sind die vorne vielleicht ein bisschen klamm oder auch lahm, wenn das da ein bisschen geschwollen ist. Gibt es eine Stelle, die Sie bevorzugen? Sagen Sie lieber vorne oder lieber hinten? Ich sage am liebsten die Mitte, den Hals. Okay. Und Hals, gutes Stichwort, Headshaking, kam jetzt schon mehrfach der Begriff, Pferde, die nach der Impfung, und da kommen wir dann wahrscheinlich jetzt nicht zu den Nebenwirkungen, sondern zu den Impfreaktionen, da würde ich dann auch gleich Annika einmal fragen wollen, aber Headshaking, ist das bekannt, ist das irgendwie ein Zufallsbefund oder gibt es da Erkenntnisse? Also Sie meinen, dass jetzt Headshaking im Zusammenhang nach einer Impfung auftritt? Nein, da gibt es nichts, da gibt es halt nichts, was dazu bekannt ist. Headshaking ist natürlich halt auch eine
Erkrankung oder eine Symptomatik halt, die wahnsinnig viele Ursachen halt haben kann, die halt abgeklärt werden müssen. Aber da ist keinerlei Zusammenhang zwischen Erfolg der Impfung und dann Auftreten eines Herzschüttelns bekommen. Gut, und dann, also wie gesagt, Nebenwirkungen, das eine Impfreaktion, das ist ja auch so ein weiteres Wort. Ich muss ja Stichwort Wort Mitmeinung, also Annika, you made my day, grandioses Wort, Mitmeinung. Also die Mitmeinung bei Impfreaktionen gibt es bestimmt auch noch. Ist das dasselbe Nebenwirkung und Impfreaktion? Nee, ist schon ein Unterschied, oder Frau Pansegrau? Ich denke, die Abstufung ist halt, vielleicht kann man halt vielleicht noch ein bisschen anders halt sehen halt, ne? Dass die Nebenwirkung halt dann vielleicht eine drastischere Ausprägung halt des Ganzen halt ist. Ne? Also eine Impfreaktion kann, wir müssen nicht unbedingt eine Impfreaktion halt haben. Eine Impfreaktion sagt auch nichts darüber aus, wie gut die Impfung halt wirkt oder auch nicht wirkt oder ähnliches. Die Impfung, wenn das Pferd geimpft ist und korrekt geimpft ist, halt, dann wirkt die Impfung. Wenn ich ein, zwei Sachen beachte dabei. Aber letztendlich halt ist die Feld, dann vielleicht kann man es halt so trennen, wenn man es halt möchte, dass halt eine stärkere Impfreaktion, also sprich, ich habe eine längere Schwellung oder ich habe eine länger dauernde Erhöhung der Körpertemperatur, dass man das dann halt als Nebenwirkung halt bezeichnen würde. Annika, du hast auch zum Thema Impfreaktion bei dir in der Community gefragt und da gab es ganz unterschiedliche Meinungen. Grundsätzlich, wenn man das Thema bei mir auf den Tisch holt, bekomme ich einfach sehr, sehr lange und teilweise sehr, sehr intensive Nachrichten. Und das sind auch Nachrichten, über die ich mir Gedanken mache. Für mich ist das manchmal sehr schwer nachvollziehbar, weil ich einfach mit dem Thema so gar keine Problematik verbinde. Als ich damals in den Pensionsstall bin, wo wir impfen mussten, hatte ich auch so ein bisschen Puls und dachte mir, boah, will ich das nicht? Final wollte ich in den Stall, also habe ich geimpft. Auch da war ich relativ pragmatisch. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht informiere, nur ich glaube tatsächlich, dass das, was ich habe, wenn ich die Krankheit kriege, dass das ein größeres Problem für mich ist, als die Impfung sein könnte. Das schätze ich für mich einfach so ein. Und wenn ich das in die Community einfach so ins Rennen gebe, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Leute, die mit der Impfung Schlechtes verbinden oder für sich einfach da ein Konstrukt entsteht, wo sie sagen, das hat damit zu tun. Das ist für mich unfassbar schwer nachvollziehbar, weil, wie gesagt, ich habe die Themen nicht gehabt. Ich maße mir da nicht an zu sagen, dass jemand diese Erfahrung nicht gemacht hat. Ich würde mir tatsächlich in dem Moment immer wünschen, dass man das eigentlich mal miteinander mit einem Tierarzt diskutieren kann, besprechen kann, weil ich finde, man muss diese Meinung bzw. diese Erlebnisse ernst nehmen. Ich würde manches davon tatsächlich gerne verstehen und einmal so ein bisschen mehr auseinandernehmen, um zu schauen, okay, was steckt da wirklich hinter? Ja. Ja, Frau Pansegrau, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen. Nee, alles gut. Alles gut. Nein, aber also das ist, wie Annika halt schon halt sagt, es ist natürlich dann halt schwer nachzuvollziehen halt. Und es ist schwer nachzuvollziehen, steht dann diese Symptomatik halt, hat das irgendeinen Zusammenhang mit der Impfung oder hat es keinen Zusammenhang? Das, was man halt einfach objektiv halt sagen kann, ist, dass halt, wie gesagt, die Herpesimpfungen machen keinerlei andere Nebenwirkungen, schwerwiegendere Nebenwirkungen, schwerwiegendere Impfreaktionen halt als eine Influenza-Impfung oder als eine Tetanus-Impfung, dass einzelne Pferde besonders schwer reagieren, das kann man nicht ausschließen, ist aber einfach halt extrem selten halt und passt eigentlich nicht zu dem, was halt dann in einer Community oder ähnliches halt dann bei Facebook oder irgendwo halt kursiert hat. Ein Gefühl, was ich tatsächlich immer habe, wo ich auch immer so ein bisschen noch ein Fragezeichen dran habe, ist, wenn man jetzt gerade auch die Statistiken in dem Paper gesehen hat, gefühlt sind die Nebenwirkungen beziehungsweise die Fälle, die gemeldet werden, das ist gefühlt für mich so eine geringe Zahl im Vergleich zu den Pferden, die geimpft werden. Dass ich mich frage, also entweder wird dann da doch nicht alles gemeldet, das ist tatsächlich eine Sorge, auch die meine Community immer so ein bisschen hat, so wird da dann wirklich alles gemeldet und gesagt und da auch aufgeschrieben, weil wenn ich nur die Zahlen sehe, denke ich mir so, das ist wirklich, also die Probleme sind gefühlt so gering für die Menge an Pferden, die geimpft werden. Also ich kann da natürlich halt nur für uns jetzt hier sprechen, für unsere Klinik, wenn wir unerwünschte Arzneimittelwirkungen haben, egal ob es ein Impfstoff halt ist oder ein anderes Medikament, das melden wir auf jeden Fall.
weil es ist ja auch in unserem Interesse halt, auf dem ganz nachgegangen wird. Es ist auch im Interesse der Hersteller von Impfungen oder von Arzneimitteln halt, dass dem Ganzen nachgegangen wird und also alle vernünftig arbeitenden Tierärzte werden das halt melden, wenn es zu irgendwelchen unerwünschten Arzneimittelwirkungen halt kommt. Es wird natürlich nicht jeder, weil das ist zu erwarten, das sind die Nebenwirkungen, das ist in der Packungsbeilage, nicht jedes Fieber oder jedes leichte Abgeschlagenheit nach der Impfung halt oder Schmerzhaftigkeit an der Einstichstelle halt geimpft halt, aber diese drastischen Reaktionen, die dann halt vielleicht entstehen oder irgendwas halt, das wird, also wir informieren das da auf jeden Fall oder wir geben das auf jeden Fall weiter. Annika, ich wollte noch mal horchen. Du hast vorhin gesagt, Wölpchen mit ihren diversen, ich nenne es mal etwas freundlich, Zipperlein, meiner 23-jährigen älteren Dame darf das ja auch sein. Da bist du unsicher gewesen und auch vorher da bei den Pensionsstellen sagtest du, so aus dem Bauch warst du dir nicht ganz, ganz klar, will ich das wirklich? Ja gut, ich muss. In so einer Situation sind, glaube ich, viele Menschen, dass sie sagen, okay, der Stall ist cool, da will ich bleiben, aber mit der Impferei weiß ich jetzt nicht so richtig. Wie hast du dich in der konkreten Situation informiert damals? Ich weiß nicht, ob das gerade mein Internet ist, was ein bisschen hängt. Ich hoffe, das geht. Ich habe mich tatsächlich einfach beraten lassen. Also ich glaube, dass ich Tierärzte um mich rum geschart habe, denen ich wirklich vertrauen kann. Und die sich ehrlich über solche Themen einfach mit mir auseinandersetzen und meine Fragen beantworten. Und dementsprechend bin ich mit diesen Dingen auch einfach zum Tierarzt gegangen, zum Tierarzt meines Vertrauens und habe darüber gesprochen und habe dementsprechend dann auch entschieden. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht auch das ein oder andere Mal Google anschmeiße oder hier und da mal schaue. Aber ich versuche das weise zu nutzen, um mich da nicht verrückt machen zu lassen. Und final ist für mich der Tierarzt an meiner Seite beziehungsweise andere Experten an meiner Seite, sei es meine Tierheilpraktikerin vielleicht, meine Osteopathin für die Pferde, wo ich einfach einen Austausch habe mit Leuten, die wirklich nah an mir und meinen Pferden dran sind. Und da war dann einfach die Entscheidung relativ schnell gefallen, beziehungsweise die beraten mich auch aktuell. Und da kam jetzt eben auch diese Sache mit den Chattys auf, dass die doch dann auch bald mal geimpft werden sollten. Ja. Ich habe eine Frage hier gefunden und zwar finde ich die ganz spannend. Da fragt jemand, warum sind denn die Symptome beim menschlichen Herpes, also das kennen wir ja alle, diese hässlichen, kleinen, juckenden, fiesen Bläschen an der Lippe, warum sind die so anders und vor allen Dingen auch weniger folgenschwer als die bei einer EHV-Infektion eines Pferdes? Also ich bin jetzt kein Humanmediziner. Ich kann, also dazu kann ich halt sagen, dass er, oder wird es wahrscheinlich so sein, dass halt auch der Lippenherpes halt keine, nicht diese sogenannte Viremie nicht macht, die wir gesehen, also von der wir vorhin die ganze Zeit gesprochen haben. Also das Virus verteilt sich halt mit dem Blut im Körper, sondern wir haben halt eine lokale Infektion. Eine andere Herpesinfektion bei Menschen ist zum Beispiel halt ja auch die Windpockeninfektion. Also ich komme noch aus einem Jahrgang, wo ich und mein Bruder noch wunderbar Windpocken gehabt haben. Also ich bin auch jemand, der sich dann irgendwie, und dann haben wir hier nämlich genau das Gleiche halt mit dieser Latenz. Das ist ja in den letzten Jahren auch immer vermehrt diskutiert worden, dass dann bei älteren Menschen halt dann auch die Gürtelrose halt auftritt. Also alle, die jemals mal Windpocken gehabt haben, die können dann auch an der Gürtelrose erkranken und da zieht sich halt auch dieses Herpesvirus halt in bestimmte Regionen halt im ZNS halt, also im zentralen Nervensystem halt zurück und kann dann halt, weil wenn man älter ist, halt ein schlechteres Immunsystem hat oder ähnliches, kommen dann meistens ein paar Faktoren mehr zusammen halt, dann halt wieder auftreten halt. Aber das sind dann halt Herpesformen bei Menschen, die sich halt nicht in dem Sinne halt über das Blut dann halt verteilen und dann in einzelne Organe halt gehen und dort dann halt direkt eine Beschädigung halt machen. Das ist zum Beispiel halt auch beim Pferd halt diese Spezialität des EHV1-Virus, das EHV4-Virus und auch alle anderen genannten, die wir da halt haben, oder alle anderen genannten, die wir da haben, das sind lokale Infektionen, die gehen halt, machen keine Verteilung über das Blut. Bei Herpes 4 ist es in ganz, ganz seltenen Fällen mal der Fall, aber hier bleibt es halt meistens bei einer Infektion halt der Atemwege.
Okay, die nächste Frage. Machen wir das Annika-Hansen-Thailand-Prinzip? Wir nehmen 7 Impfungen in 7 Wochen. Nein, Spaß beiseite. Jemand fragt, Herpes, Tetanus und Influenza gleichzeitig impfen? Ja oder nein? Gibt es auch verschiedene Meinungen dazu? Grundsätzlich ist so, und es gibt relativ neuere Studien dazu, dass halt sogar die Impfreaktion besser ist, wenn man Influenza und Herpes zusammen impft. Ja? Wenn ich jetzt in der Regel vertragen die meisten Pferde das auch wirklich gut, und auch wenn sie da noch Tetanus dazu packen, in der Regel ist es ja, haben wir ja häufig dann einen Kombinationsimpfstoff halt von Influenza und Tetanus halt, macht das jetzt nicht, dass man dann erwarten sollte, dass halt die Pferde eine besonders schlimme Reaktion darauf verzeihen, also sie wird lokal, also jetzt vermehrte Schmerzhaftigkeit oder mehr Fieber oder ähnliches halt. Wenn ich den seltenen Fall halt habe, dass ich ein Pferd habe, wo ich weiß, dass es halt auf jede Impfung extrem reagiert, dann macht es halt schon vielleicht halt Sinn, das auseinanderzuziehen. Alle 2 Wochen halt dann die einzelnen Komponenten halt zu impfen und dann sich halt auch vielleicht halt zu entscheiden, was muss ich impfen, was muss ich nicht impfen oder ähnliches halt. Aber das sind wirklich extrem seltene Einzelfälle. Ich kann mich in 20 Jahren, das kann ich, wie gesagt, das schon jetzt mehrfach angesprochen halt haben, ich kann immer nur meine Erfahrung halt teilen halt. Wir sind da in 20 Jahren vielleicht halt 2, 3 Pferde begegnet, wie das so war. Tatsächlich habe ich hier noch die Frage. Ich habe angefangen zu impfen, ich habe eine Grundimmunisierung gemacht und ich habe nach der 2. Impfung dann aber aufgehört. Hat dieses Pferd jetzt, weil es durch die Impfung schon einmal Kontakt bekommen hat mit dem Virus, dann vielleicht eher die Chance, also die negative Chance, schneller zu erkranken, weil es eben schon einmal mit dem Virus konfrontiert war? Nein, also die Impfung halt prädestiniert Pferde dann nicht wenn ich sowas abbreche halt, gerade bei der Herpesimpfung, wir haben da nur einen relativ kurzen Impfschutz halt von 6 Monaten halt, also dann habe ich auf jeden Fall, besteht kein Impfschutz mehr, aber ich habe auch nicht irgendwie eine größere Gefahr, dass das Pferd jetzt irgendwie schneller erkrankt oder schlimmere Symptome kriegt. Dann, was hier ganz oft auftaucht in den Fragen, halbjährlich oder jährlich impfen? Das schließt sich letztendlich direkt an. Also Herpes muss alle halbe Jahr geimpft werden, weil die Immunität wirklich halt nur circa 6 Monate halt anhält. Das ist im Unterschied halt zur Influenza, wo man tatsächlich halt sagen könnte, wenn mein Pferd jetzt kein Turnierpferd halt ist, dass ich halt das Impfintervall verlängere auf 1 Jahr, wobei man auch da ganz klar sagen muss, dass der Impfschutz natürlich halt abnimmt, weil einfach halt die Antikörper, die diese Impfung halt erzeugt, die dann halt das Pferd schützen, halt weniger werden, sich abbauen halt. Und bei Herpes ist es aber tatsächlich so, dass es nur Sinn macht, wenn ich alle halben Jahr, also nach der Grundimmunisierung alle halben Jahr. Okay, Blick auf die Umfrage. Da können wir schon mal 70% unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauern gratulieren, denn 70% haben in der Umfrage gesagt, sie impfen halbjährlich, sind also da schon mal auf dem richtigen Weg, Frau Pansegrau. Das habe ich also korrekt wiedergegeben, hoffe ich. Sehr gut. Gut. Annika, gab es noch weitere Fragen in der Community, die wir hier diskutieren oder an die Expertin direkt Fragen stellen sollten? Aus deiner Community jetzt, Annika, vorab, Entschuldigung, oder ist das Netz jetzt wieder ein bisschen bockig? Okay, da hat jemand den Router offensichtlich nicht ordentlich durchgeimpft, kann passieren. Wäre dieser Router halbjährlich geimpft worden, wäre das nicht passiert. Ich hoffe, Annika ist gleich wieder bei uns. Ich gucke nochmal eben auf meinen schlauen Bildschirm, was wir noch für weitere Fragen haben. Stoffwechselerkrankung hatten wir schon wegen PSSM-Verdacht, aber Ekzema nicht impfen wird gefragt. Ist das eine Indikation, wo Sie davon abraten würden? Oder gibt es da irgendwelche Erfahrungen Ihrerseits, Frau Pansegrau? Nein, also grundsätzlich kann man erstmal als Faustformel sagen,
ist jedes Pferd impffähig, was nicht gerade eine aktuelle infektiöse Erkrankung hat. Also man sollte kein Pferd impfen, wenn es Fieber hat oder wenn es vor kurzem Fieber hatte, aus welchem Grund auch immer, auch wenn man den halt manchmal gar nicht kennt, dann sollte man nicht impfen. Ein zweiter Grund, ein Pferd nicht zu impfen, wäre, wenn ich aufgrund zum Beispiel, wir haben es eben schon angesprochen, zum Beispiel den doch leider mittlerweile doch häufiger vorkommenden Equin-Asthma gerade eine systemische Therapie mache mit Cortison. Weil das Cortison, also sprich, ich gebe Tabletten oder Pulver über das Maul ein, weil das Cortison dann halt diese Impfreaktion halt schlechter ausgeprägt halt danach die Impfreaktion halt ist. Also das sollte man halt nicht tun, aber grundsätzlich können alle Pferde auch bei irgendwelchen Hauterkrankungen halt, bei Pferdes M2 oder auch beim Asthma, die nicht in einem akuten Schub jetzt sind und irgendwie unter Behandlung sind oder irgendwas halt auch geimpft werden. Okay, Annika hört uns, glaube ich, wieder. Die Frage, gab es aus deiner Community noch andere Aspekte, die wir jetzt vielleicht noch nicht aufgegriffen haben? Oh. Ups. Ja, also da ist das Internet ein bisschen böse, das kann passieren, schade. Wir versuchen natürlich gleich wieder die Verbindung herzustellen zu Annika Hansen. Wir haben jetzt gerade das Thema chronisch kranke Huster angesprochen und klar, Cortison drückt ja die Immunreaktion runter. Das ist segenbringend, wenn ein Pferd wirklich schwere Probleme da hat. Aber es ist eben nicht gerade das, was man will bei einer Impfung. Es ist natürlich schon mal angeklungen, aber vielleicht sollten wir es noch einmal stark machen. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass der Tierarzt, die Tierärztin sich auch die Zeit nimmt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, vor einer Impfung wirklich den Impfling sich genau anzugucken, also wirklich nochmal abzuhören etc. pp. Ja, das gehört ja zu jeder Impfung dazu. Ne? Also zu jeder Impfung halt gehört eine allgemeine Untersuchung des Pferdes halt dazu, inklusive halt einer Temperaturkontrolle. Und wenn ich halt meinen Bestand halt kenne, wenn es halt möglicherweise halt vielleicht so ist, dass ich halt den Bestand halt schon länger betreue, dann kenne ich ja auch die Vorerkrankung halt meiner Patienten und meiner Pferde und kann das dann vielleicht halt auch bestimmte Sachen halt terminieren oder abwägen halt. Aber das gehört natürlich definitiv dazu, es darf kein krankes Tier halt geimpft werden. Und bei Menschen überlässt man es halt einfach dem Patienten natürlich selber, weil er halt mündig ist. Also wenn ich jetzt halt mich schlecht fühle und einen Impftermin halt habe, weil ich nach Bayern fliegen möchte oder Südafrika oder sonst wohin halt, dann muss ich das halt vielleicht halt auch verschieben halt. Ne? Aber das Pferd kann ich ja nicht fragen, das Pferd kann ich uns nicht sagen, dann muss ich es dann dementsprechend untersuchen. Annika, deinem Nicken und Lachen entnehme ich, dass du jetzt wieder voll online bist mit allen Sinnen. Deswegen der dritte Versuch. Gibt es aus deiner Community, die du vorab befragt hast, noch irgendwelche Aspekte, die wir jetzt noch nicht behandelt haben? Sorry, erstmal für den Verbindungsabbruch. Ich bin im Airbnb. Das ist ja eine etwas wilde Geschichte, auch wenn ich eine große Antenne mir geliehen habe. Das nur als kurze Erklärung. Eine Sorge, die ich tatsächlich durchlese und die ich eigentlich auch jetzt in so einer Situation wichtig finde, einmal ins Rennen zu werfen, ist so ein bisschen, dass nachher doch nicht vollumfänglich aufgeklärt wird. Das ist so ein bisschen die Sorge, dass man doch irgendwie was verpasst und man ist zum Beispiel in einem Webinar, man kennt die Fakten, man weiß, was man sollte, was es bringt. Und irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass die Leute, auch wenn sie diese Informationen bekommen, das Gefühl haben, dass noch was verheimlicht wird oder dass man doch nicht alle Informationen hat und dass man seinem Pferd so ein bisschen ja nachher doch aus Versehen schadet. Ich persönlich für mich kann das nicht wirklich nachvollziehen, weil ich mit mir selber, aber wie gesagt, auch einfach, was solche Sachen angeht, vielleicht pragmatisch bin und ich auch eine Autoimmunerkrankung tatsächlich habe, wo ich einfach kein großes Bohai draus mache. Das ist, ich nehme meine Medikamente, das funktioniert. Aber die Sorge der Leute ist so ein bisschen, dass sie was verpassen und ihrem Pferd damit nachher vielleicht doch schaden könnten. Und ich überlege, wie man diese Sorge nehmen kann oder was man dem entgegenstellen kann. Eine gute Frage. Also auf jeden Fall ist alles das, was wir heute besprochen haben, sicherlich wahr. Es wurde auch nichts verheimlicht.
grundsätzlich ist natürlich halt, das fällt wieder in diese Kategorie halt, einfache Antworten haben zu wollen halt. Das ist ein komplexes Thema und natürlich, und eigentlich ist eine Stunde für sowas gar nicht ausreichend und ein Vortrag halt von 15 oder 20 Minuten ist natürlich halt auch nicht ausreichend halt. Also was man halt ganz klar sagen muss, ist halt, das ist halt ein, wie gesagt, halt, dass die Impfung halt, also ich glaube, über die Nebenwirkungen haben wir jetzt halt sehr ausführlich halt besprochen halt. Da muss man halt wirklich sich dann einmal halt nochmal mit seinem Tierarzt halt dann vielleicht, wenn man da unsicher ist, halt nochmal zusammensetzen. Es hängt auch vom einzelnen Pferd halt ab. Man kann in die Packungsbeilage und so weiter halt alles halt gucken. Das liegt da alles vor und das hat der Tierarzt auch dabei. Was die Impfung kann und was die Impfung nicht kann, das ist halt das, was ich vorhin schon halt angesagt habe, um es halt nochmal einmal ganz deutlich zu sagen. Die Impfung kann nicht vor einer Infektion halt schützen. Und es gibt verschiedenste Studien dazu, die auch teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was diese Impfung halt können, weil das halt auch dann teilweise unter anderen Voraussetzungen diese Studien halt stattgefunden haben, teilweise halt in so natürlichen Ausbrüchen halt von Herpes, teilweise halt von künstlich infizierte Pferde, teilweise halt auch sogenannte In-vitro-Studien halt, also sprich halt, da war gar kein Lebenspferd halt irgendwie beteiligt oder sowas halt. Aber grundsätzlich und der Konsens ist halt, dass je mehr Pferde halt geimpft ist, desto besser ist halt der Schutz der gesamten Community. Wir haben es eben einmal halt eindrücklich gesehen an diesem unsagbaren Fall halt, der da im Pferdebetrieb in Nordrhein-Westfalen war. Und ich hatte letztes Jahr, kann ich jetzt auch nochmal sagen, was ist ein Benefit halt von der Herpesimpfung. Da erzählte ein Professor, der aktuell in Kentucky, also in einem Bereich halt unterwegs ist und arbeitet halt, wie die Pferdedichte halt extrem hoch ist halt, was Vollblüter, Rennpferde und so weiter halt angeht. Und das war dann im Kontext halt von Herpesaborten, dass halt hier aufgrund der Impfung, dass halt alle Pferde halt auch geimpft werden und auch teilweise eine Impfpflicht halt besteht. Und noch zusätzliche Maßnahmen, also kleine Gruppenhaltung halt, was Fragen Stufen angeht und so weiter, halt es dann halt auch zu verschwindend geringen Zahlen halt kommt von Herpesaborten halt oder Infektionen in einer riesigen Pferdepopulation. Von daher, ja, das ist das, was man dazu halt sagen kann. Prima. Eine allerletzte Frage vielleicht noch schnell aus unseren Fragenden hier, fand ich ganz interessant, warum wird bei der Stute, der tragenden Stute, im 3-Monats-Abstand geimpft und fürs Reitpferd dann in Anführungszeichen nur alle 6 Monate? Bei der Stute will ich halt gerade, wir haben vorhin gesehen, halt, ich glaube, wir können den jetzt nicht nochmal sehen, ist aber auch nicht so schlimm. Es ist ja halt so, dass ich halt hauptsächlich halt dann, wenn ich da eine Infektion halt habe mit dem Herpesvirus, halt zu diesen sogenannten Spätaborten, also sprich nach dem 2. Tag der Trächtigkeit kommt. Für alle, die es nicht ungefähr wissen, also eine Stute trägt so 330 Tage ungefähr halt. Und dann sprechen wir ab dem 2. Tag dann halt ab dem sogenannten Spätabort halt. Und ich möchte einfach halt eine sehr gute Immunantwort halt in diesem Zeitraum halt haben und halt die besonders viele Antikörper, also halt die gegen dann das Virus halt wirksam sind, halt in dem Pferd halt haben. Deswegen mache ich einfach halt immer wieder eine Triggerung nach halt diesen 8 Wochen halt. Und dann nochmal eine Triggerung und nochmal eine Triggerung halt, dass ich halt zu dem Zeitpunkt, wo diese die Gefahr halt des Abortes halt am höchsten ist, halt auch besonders viele Viren halt habe, besonders viele Antikörper halt habe. Ich kann natürlich auch meinen Stutenbestand halt standardmäßig halt alle halbe Jahr impfen, aber wenn ich dann zum Beispiel halt impfe im Juni und im Dezember und die meisten Fohlen werden geboren zwischen April und Mai, dann habe ich dann vielleicht halt schon wieder eher weniger Antikörper halt im Pferd halt. Das ist einfach der Hintergrund dessen. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Fangen wir an bei unserer medizinischen Expertin, Dr. Ute Pansegrau aus Lüschel. Klasse, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Sehr gerne.
Und vielen Dank an Annika Hansen und ihre gesamte Community, die viele, viele wichtige Aspekte beigetragen hat. Viel Spaß noch im Airbnb mit dem WLAN. Ja, wir sind aktuell auf dem Messe. Viel Spaß in Ponyhausen mit vielen Geimpften und glücklichen Chatties dann auch. Sehr gerne. Dankeschön. Ich hoffe, wir konnten weiterhelfen und ein paar Unklarheiten klären. Das soll man ja immer nicht zu vollmundig sagen als Moderator, aber ich glaube schon, denn es waren viele Fragen und ich glaube, wir haben sie ziemlich präzise antworten können. Ja, ich sage von dieser Stelle vielen Dank auch an euch, die ihr diesem Webinar beigewohnt habt. Und ich sage auch denjenigen hinter den Kulissen schnell noch einmal Danke. Das ist Adrian, der hier die gesamte Technik zu verantworten hat. Vielen Dank dir. Vielen Dank an Melissa und Janina, die redaktionell mich hier mit gebrieft haben und das Ganze schon im Vorfeld gut eingestellt haben. Ich hoffe, wir haben einige, vielleicht sogar alle Fragen klären können. Alle Fragen werden auf jeden Fall schriftlich beantwortet, hatte ich anfangs versprochen. Das wird auch so sein. Dauert noch ein bisschen, weil es eben alles auch gewissenhaft geschehen soll. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.